Neben mir ist der Fabian Logos und sein Auto ist im Hintergrund. Das ist ein Opel Corsa. Ein paar Zahlen, ein paar Buchstaben. Willst du mich aufklären? Wie heisst das Ding? Gerne, ja. Also es ist ein Opel Corsa B. Etwas Spezielles. Es ist ein 2 Liter 16V-Umbau, was es nicht viel gibt. Also das Modell hier speziell einzigartig in der Schweiz. Und, ja, man sieht es einzigartig, vor allem auch, weil du dran am Umbasteln bist, wie ich gehört habe. Wie lange machst du das schon oder wie viele Stunden am Tag machst du das? Also ich habe das Hobby gestartet mit dem Kauf des Fahrzeugs vor 6 Jahren. Ja. Angefangen umbauen habe ich jetzt vor gut 2 Jahren. Ich habe jetzt 2 Jahre intensiv daran geschraubt, quasi jedes Wochenende. Und das Ergebnis sieht man und es kommt gut. Wunderbar, ist es schon fertig? Also so wie er da steht, ist er fast fertig. Es gibt noch 2-3 kleine Modifikationen, die man machen muss. Aber das kann ich diesen Winter auf jeden Fall noch machen, sodass ich nächstes Jahr an den Start gehen kann. Da bin ich überzeugt davon. An den Start kannst du gehen. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Also mein Ziel ist sicher einmal nächstes Jahr in der Schweizer Slalommeisterschaft teilzunehmen und sicher auch mal in 4 Rennen zu punkten, für dass ich dann weiterfahren mit den Lizenzen für die höheren Klassen. Okay, da hat sich einer etwas vorgenommen. Und ich habe gehört, du hast eigentlich schon mal damit gestartet, vor ein paar Jahren. Es ist aber leider etwas dazwischen gekommen. Möchtest du davon erzählen? Ja, also ich habe Anfang 2012 habe ich gestartet. Bin ich als Gastfahrer bin ich zugekommen in einem Rennteam, in der Open Set Challenge. Und dort konnte ich Fuss fahren, aber es ist mir eben ein gesundheitliches dazwischen gekommen, das ich dieses Jahr pausieren musste. Aber es kommt gut und bin zuversichtlich für die nächste Saison. Ich glaube auch, dass es gut kommt, vor allem wenn ich mir das Auto anschaue. Ich komme zwar nicht raus, also, aber es sieht auf jeden Fall toll aus. Und ich wünsche dir ganz viel Glück für die Zukunft. Danke vielmals. Merci. Merci auch.